The following announcement has been paid for by the New World Order. Tja, ich habe mir mal so meinen Kopf gemacht, was da los ist in AEW All Elite Wrestling, und ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht gut, ich finde es auch nicht in Ordnung, dass CM Punk da, wenn es denn wirklich wahr ist, wenn das wirklich Backstage so richtig abging, und das ist ja auch da, ja, gut, das ging so ab, da ich denke mal, es war wahr, ja, ich bin auch durcheinander, dass. Ja, dass da die Tür aufgetreten wurde von den Young Bucks, die zu CM Punk wollten, und dass da einiges los war mit Stuhlwurf und was weiß ich nicht alles, das ist doesn't fit, das macht keinen Sinn. Ich bin der Meinung, wenn da wirklich, also ich habe die Pressekonferenz von CM Punk auch gesehen, wo er so blutig war und ja, da erstmal was gegessen hat und getrunken hat, ist ja auch normal, man es geschafft und was weiß ich. Aber ich kann das langsam auch nicht mehr ab. CM Punk ist nicht das erste Mal ausfällig geworden, ja? Er wurde damals bei TNA Impact Wrestling auch gefeuert. Er wurde freundlich entlassen, sag ich mal. Bei Ring of Honor weiß ich nicht, bei der WWE hat er sich ja auch aufgeführt ohne Ende, was teilweise ja auch gut, okay, was das Produkt anging, zur damaligen Zeit auch richtig ausgedrückt war, aber was er jetzt abzieht, das will doch keiner mehr wissen, weil ich möchte es nicht mehr wissen. Ich möchte CM Punk, wenn er denn das wirklich alles so, er ist suspendiert, die Young Bucks sind suspendiert, die Triple Tag Team Champions wurden ihnen abgenommen, der World Champion wurde CM Punk, also der AEW, AEW World Champion wurde ihm abgenommen, und ich finde, das hat dann schon seine Gründe, warum ein neues Turnier und alles gestartet wird für, ja, für beide Titel, für die Trios und für die, ja, ich glaube, ja, Trios Champions sind, ach, ihr wisst, wer es jetzt ist. Death Triangle. Ja, die Lucha Brothers und Pack. So. Und ja, wer World Champion, AEW World Champion wird, wissen wir noch nicht. Das wird alles noch kommen. Aber ja, um mal zurückzukommen zu dieser Pressekonferenz und den ganzen Geschehnissen, die ich so mitbekommen habe in den letzten Tagen. Also ich finde es echt nicht in Ordnung. Wenn wirklich da jemand kommt wie CM Punk, der wahrscheinlich auch ein bisschen abgehoben ist innerlich, da kann ich euch jetzt steinigen, weil das habe ich vorher so noch nie erlebt, weil man sollte sich zu den Wurzeln zurück entsinnen. War zum Beispiel an Cody Rhodes, warum ist er von AEW weggegangen, von All Elite, warum ist er jetzt wieder in der WWE? Ich schätze mal, es war auch einige falsche Entscheidungen, die nicht seiner Vision von einer Revolution, von einer Revolution entsprochen haben. Ja, eine Revolution im Pro-Wrestling, die eigentlich alles so ein bisschen ändert, dass AEW All Elite Wrestling auch anders ist und auch eine mögliche Konkurrenz zur WWE wird. Aber jetzt scheint es ja so, dass das erstmal alles irgendwie, die streiten sich jetzt wie die kleinen Kinder, nichtig ist. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, aber ich bin der Meinung, CM Punk sollte AEW verlassen, All Elite Wrestling verlassen, und ich würde ihn in keiner anderen Wrestling Promotion mehr einstellen, und damit möchte ich auch meine kurze Einschätzung jetzt beenden, und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm, das war nur mal kurz, es kommt vielleicht noch eine, wenn sich da was ändern sollte. Ansonsten ist das meine Meinung dazu, und das war's. Ja, wenn ihr noch mehr hören wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich höre jetzt erstmal auf, sonst mir fällt nichts mehr ein. Ich bin weg. Tschüss.